Ja, ich freue mich, dass ich eingeladen wurde. Ich sagte es gerade schon. Ich mache ja sehr viel Arbeit mit Klienten und heute habe ich noch keinen Klienten gesehen. Heute Morgen war Geschäftsbereichsversammlung, da müssen alle kommen. Jetzt kann ich von meiner Arbeit erzählen. Finde ich super. Mache ich gerne. Was sage ich zu mir? Heiko Kochius ist mein Name, bin 48 Jahre alt, Psychologe, wahrscheinlich wie die meisten hier. Und sind wir ja unter uns. Ich muss sagen, das, was ich Ihnen erzähle, habe ich nicht im Studium gelernt. Vielleicht 10% dessen, was ich im Studium gelernt habe, werde ich jetzt hier irgendwie einbauen. Weil, ach, wissen Sie ja selber, ich kriege schon Nicken. Ja, es ist doch viel passiert im Bereich der Traumapsychologie. Es ist viel passiert im Bereich der Bindungsforschung. Und das sind Sachen, die mich sehr viel beschäftigen, weil natürlich Bindung einfach ein sehr wichtiger Faktor ist. Und wir haben halt, also die Arbeitsstelle, wo ich arbeite, heißt Beratungsstelle Gewalt in Familien. Das ist ein relativ kräftiger Name. Für die Klienten manchmal ziemlich schwierig, weil nämlich draufsteht, worum es geht. Als ich diese Anzeige in der Zeitung gelesen habe, als ich auf Stellensuche war, das ist 12 Jahre her, habe ich gedacht, Gewalt in Familien? Das ist mutig, sich so zu nennen. Und irgendwie habe ich gedacht, ja, ich glaube, das kann ich. Ich hatte keine Ahnung, ich habe keine Vorbereitung, ich war noch nie in Erziehungsberatung oder so, Jugendhilfe, ich war vorher in der Suchthilfe gewesen, aber ich habe gedacht, das kann ich. Und da gehöre ich hin. Und vor 12 Jahren konnte ich natürlich noch nicht so viel, aber in den 12 Jahren hat sich einiges angesammelt an Erfahrungen und ich habe viel über Sachen nachgedacht, auch viel gelesen. Und das ist im Grunde das, was ich Ihnen jetzt, worin ich Ihnen einen Einblick geben möchte. Ich glaube daran, was ich da sage. Das ist natürlich Theorie, aber ich wende das auch an, indem ich versuche, meine Klienten zu verstehen oder in der Supervision über sie nachzudenken. Für mich ist das Wissen, mit dem ich arbeiten kann. Das funktioniert. Ich hoffe, das wird Ihnen ein bisschen deutlich, kann Ihnen das nahebringen. Also meine Einladung oder mein Wunsch ist, ich führe Sie ein bisschen in meine Denkwelt über Täter, jugendliche Täter ein. Und man darf das natürlich auch anders sehen, man kann auch anders da herangehen, weil, wie gesagt, es ist über die 12 Jahre entstanden und jemand, der einen anderen 12 Jahre Weg gegangen wäre, wäre zum anderen Ergebnis gekommen wahrscheinlich. Das ist ja auch als Workshop gekennzeichnet. Ich habe erstmal gedacht, ich trage erstmal was vor. Dann kommen wir ja vielleicht auch ins Gespräch. Aber ich habe überlegt, was könnte ich Ihnen denn als Aufgabe mitgeben beim Zuhören? Und die einzige Aufgabe, die mir eingefallen ist, wäre, wenn Sie versuchen, sich in den Täter einzufühlen. Das wäre mein Anliegen, dass, wenn Sie das versuchen, wie das für den Täter ist. Ich werde auch viel darüber sprechen. Das wäre sozusagen die Übung, die Sie machen können. Das heißt natürlich nicht, das geht aber ganz schnell im politischen Raum, dass das jetzt nicht bedeutet, dass das bedeutet, man soll sich nicht in die Opfer einfühlen. Es ist nämlich so, ich habe eine Stelle, nicht ganz, in der Beratungsstelle und die Hälfte der Arbeitszeit arbeite ich mit Tätern, sogenannten, also Jungs, die sexuelle Übergriffe begangen haben oder sexuelle Grenzen verletzt haben. Und die andere Hälfte meiner Stelle arbeite ich mit, im Opferbereich heißt das, das sind manchmal auch gewalttätige Jungs, aber auch mit Mädchen, die sexuellen Missbrauch erlebt haben, mit Müttern, die sexuellen Missbrauch in ihrer Vergangenheit erlebt haben, die merken, dass sich das auf ihre Erziehung auswirkt, mit gewalttätigen Paaren, mit vernachlässigenden Eltern, mit vernachlässigten Kindern, also mit einem Sammelsurium von schwierigen Jugendhilfefällen, weil wir eine Jugendhilfeberatungsstelle sind. Von daher habe ich auch diese Anforderung, mich mal ins Opfer einzufühlen und mal in den Täter einzufühlen. Und wie Sie noch sehen werden, ist es so, dass ich glaube, alle Täter sind auch Opfer gewesen. Man wird nicht einfach zum Täter, wenn alles gut ist. Aber das nehme ich jetzt schon vorweg. Von daher, das wäre sozusagen die Aufgabe. Gut, ich habe zwei gedankliche Schwerpunkte in dem Vortrag oder in dem, was ich sagen möchte. Das erste ist, wo ist die Grenze zwischen normal und gesund? Nein, zwischen normal und nicht mehr in Ordnung, zwischen gestört, was immer, das ist auch ein schwieriger Begriff. Aber besorgniserregend, problematisch, der Unterstützung bedürftig und was ist eine gesunde, normale, richtige Entwicklung, wo wir uns keine Sorgen machen müssen. Das ist der eine Schwerpunkt.
Und dann als zweiten Schwerpunkt wollte ich mal eine Entwicklung nachzeichnen, wie ich die mir denke von einem Täter, welche Einflussgrößen dabei eine Rolle spielen und ja, was es da mit dieser Entwicklung auf sich hat. Jetzt. Oh, so sind wir schon. Genau, ja, das ist so ungefähr das, ne? Und aus der Idee, wie man das versteht, dass ein Täter geworden ist, resultieren natürlich ein paar Ideen, wie man dann damit umgeht. Das ist sozusagen der praktischste Teil dann für Sie. Und dann kann ich noch ganz kurz sagen, was wir denn so machen. Aber das ist nicht der Schwerpunkt. Gut, fangen wir an mit, was ist noch normal? Da kommen wir dann zum Kulturvergleich. Und zwar möchte ich Sie in eine fremde Welt entführen. Wir leben ja in einer Welt hocharbeitsteilig, auch hochsicher. Wir leben sehr lange. Uns passiert nicht so viel während des Lebens. Das mag jetzt zynisch klingen, wenn man Opfer von Gewalt war, aber wenn man sich überlegt, vor 10.000 Jahren war das Leben sehr viel kürzer und sehr viel gefährlicher und vor 1 Million Jahren auch, und das ist die Zeit, in der wir uns entwickelt haben, und wir sind eben auch biologische Wesen, und deswegen möchte ich Sie in Kulturvölker oder Naturvölker entführen, die eben unter sehr anderen Bedingungen leben, wo Arbeitsteilung noch nicht so stark da ist. Und zwar gibt es eine Datenbank, wo alle Erkenntnisse und Beobachtungen über sogenannte primitive Völker zusammengetragen worden sind. Und da hat der James Prescott hat dort 49 Naturvölker ausgesucht, bei denen entsprechende Daten vorhanden waren. Und zwar hat er geguckt, wie stark ist das Ausmaß, dass sich in dieser Kultur den Kindern, den Babys zugewandt wird, im körperlichen Sinne. Also werden die herumgetragen oder im Extremfall werden die eingewickelt und an den Nagel gehängt, an die Wand und in Ruhe gelassen. Das wäre das Gegenbeispiel. Werden sie gestreichelt oder versucht man eher einen Körperkontakt zu vermeiden? Und spielt man mit ihnen, rangelt man mit ihnen? Also werden sie als Körper auch zur Kenntnis genommen und stimuliert? Die andere Variable, die den Herrn Prescott interessiert hat, war, wie stark ist diese Kultur gewalttätig? Dazu gehören halt Sachen, gibt es sowas wie Sklaverei? Wie viel Diebstahl gibt es in der Kultur? Wie viel kriegerische Auseinandersetzung gibt es? Und wenn, werden Feinde getötet oder gefangen genommen oder wieder freigelassen? Oder auch sowas gibt es, viel Weiberei, Polygamie? Und auch werden Frauen zum Beispiel verkauft zum Heiraten oder nicht? Diese Dinge. Und dann hat er diese Dinge in Zusammenhang gesetzt und hat geguckt, gibt es einen Zusammenhang. Ich bringe ja die Studie nur, weil da was rausgekommen ist. Und zwar kann man jetzt sehen, ja, es ist, wie wir denken, hoffentlich, da wo viel Körperkontakt mit Kindern ist, gab es auch friedliche Kulturen, 23 von diesen 49. Und es gab welche, also 16 Stück, wo wenig Körperkontakt mit Kindern gepflegt wurde und wo die Erwachsenen gewalttätig waren. Oder eben eine kriegerische Kultur, wo auch in der Religion war es so, dass der Gott relativ strafend und streng war und wo so ein militärisches Männerideal zum Beispiel war. Ja, nicht schlagen, oder? Nee, genau. Also nicht, dass Erwachsene Sex mit Kindern machen oder so. Nee, das würde nicht beobachtet, glaube ich. Also, nee, ist klar, was Wohlwollendes gemeint. Das sind jetzt, sag ich mal, Sachen, die man beobachten kann, aber es wird auch berichtet, dass dann natürlich der Einstellung dazu kommt, dass eben Kinder, dass man, wenn die schreien, auf sie hört, und gibt eben, kennen wir ja selber auch von vor 70 Jahren, wo man gesagt hat, wenn ein Kind schreit, das wird halt erst gefüttert, wenn die Zeit ist oder so. Ne? Also so eine eher rigidere Haltung. Also dieser Unterschied ist gemeint. Ja, es gibt Ausnahmen, und das ist jetzt der Punkt, um den es hier geht. Und zwar gibt es auch Kulturen, in denen friedliche Erwachsene waren, das ist die mit der 6, aber die hatten als Kinder wenig Körperkontakt, haben also die Kinder eher depriviert. Und da war es so, dass die Sexualnormen für vorehelichen Sex eher freizügig waren. Da durften also Jugendliche untereinander in Banden sozusagen sich bilden, und es gab
häufig wechselnde Beziehungen und es gab auch eben mal Sex oder Berührungen und Erkundungen, war relativ liberal. Und dann gab es diese vier Kulturen, in denen es, obwohl den Kindern sehr viel körperliche Zuwendung gegeben worden ist und wohlwollende Einstellung da war, dann doch eine militärische oder gewalttätige kriegerische Kultur dabei rausgekommen ist. Und da war es so, dass die Sexualnormen für die Zeit vor der Ehe oder überhaupt für Sexualität sehr rigide waren und es eher unterbunden wurde, dass man halt sexuelle Kontakt, lustvolle Körperkontakt hatte in der Adoleszenz. Jetzt will ich natürlich nicht sagen, Leute, fallt alle übereinander her und alles wird gut. Ja, das ist so ein bisschen hippie-mäßig. Aber ich finde, also der Punkt, der mir wichtig ist jetzt für meine weiteren Überlegungen, ist, dass es uns vielleicht schwerfällt, ich meine, wir sind ja eine aufgeklärte und liberalisierte Gesellschaft, hoffentlich, aber es fällt uns vielleicht manchmal schwer, von unseren kulturellen Normen Abstand zu nehmen. Und ich denke, was diese Studie macht, sie lenkt den Blick darauf, was kann unter bestimmten kulturellen Bedingungen gesund und normal sein. Ich will gar nicht sagen, wir müssen das jetzt genauso hier machen. Das ist ja, ne, da kann man nicht vergleichen, diese Kulturen. Aber es zeigt doch, dass es ein starkes Bedürfnis gibt. Und das zeigt sich hier von Jugendlichen, die, oder von Kindern, die als Kinder zu wenig Körperkontakt hatten oder auch die ihn bekommen haben, eben in lustvolle körperliche Interaktionen überzugehen. Und das ist eben, was weiß ich, wenn 14-Jährige Sex miteinander haben, das kommt uns ja überraschend vor. Weiß ich nicht, aber so kenne ich das. Mir kam es jedenfalls auch so vor. Ich war auch erstaunt, wenn man Untersuchungen anschaut, wie früh Kinder Sexualität haben, wie früh Jungs zum Beispiel masturbieren oder auch Mädchen masturbieren. Das ist ganz erstaunlich, also schon im Vorschulalter und Jungs haben auch schon Erektionen im Mutterleib, also alles so Dinge, die wusste ich nicht, weil eben in unserer Kultur doch, finde ich, so was ist Sexualität, da ist irgendwie, da weiß man nicht so viel drüber und da redet man nicht so viel drüber. Komme ich nachher auch noch zu. Und diese Studie lenkt halt mal einen Blick darauf, dass man sich mal vorstellen kann, dass das sozusagen, wenn die Kultur das erlaubt, dass das für Menschen ganz gut sein kann, wenn sie da ihren Bedürfnissen nachgehen können. Heißt natürlich nicht Gewalt, aber das ist irgendwie sowas, dass es gut ist für einen. Und das als Gedanken mitzunehmen, ist mir wichtig, wenn ich jetzt darüber spreche, was ist normale Sexualität und was ist gestörte oder der Sorge, wo muss Sorge hin? Ist das erstmal so angekommen? Mal Luft holen, gut. Gut, dann habe ich jetzt eine Folie rausgenommen aus einem Vortrag, wo verschiedene Altersstufen genommen wurden und ich mal die sexuellen Verhaltensweisen dort aufgeschrieben habe. Jetzt habe ich mal 8 bis 12 genommen, weil das mehr unsere Gruppe ist. In dem Alter ist natürlich beginnt die Pubertät. Der Körper verändert sich. Es kann die erste Regelblutung möglich sein. Es kann auch die erste Ejakulation möglich sein. Nächtlich, ja, muss gar nicht nächtlich sein. Ne? Peer Group, es wird wichtiger, Familie, Primärbeziehungen werden weniger wichtig. Und dann kann es eben zu Verhaltensweisen kommen, die normal sind hier deklariert, und zwar Küssen, Petting, Vaginalverkehr, simulierter oder richtiger, und auch Oralverkehr und gegenseitige Masturbation. Und das ist, wenn man das ohne Vorrede einfach mal so Leuten sagt, das ist normal, das stößt auf Widerstand. Und das ist auch richtig, weil statistisch ist es natürlich nicht normal. Ja, wenn jetzt 12-Jährige miteinander richtigen Geschlechtsverkehr haben, das ist für uns ungewöhnlich. Das kommt einfach selten vor. Und ich glaube, dass, wenn man jetzt diese Kulturstudie nimmt, ich glaube, das ist unserer Kultur geschuldet. Und ich finde das jetzt auch nicht schlimm, weil es ist eben unsere Kultur. Und wir sind so groß geworden und, sagen wir mal, gut erzogene Kinder oder gut betreute oder gut begleitete Kinder nehmen die Normen unserer Gesellschaft auf. Und für die machen das dann eben nicht. Für die gibt es eine Hemmung, das zu tun. Und ob das jetzt gesund oder nicht, kann man lange streiten. Da will ich gar kein Argument jetzt eingehen. Mir geht es nur darum, wenn das vorkommt, dann ist es nicht automatisch ein Zeichen dafür, dass hier eine schwere sexuelle Störung vorliegt, sondern es kann einfach sein, dass dieses Kind sein Bedürfnis, was es
normalerweise hat und was wir vielleicht in der Zeit auch hatten, dass es eben einfach nachgegangen ist. Und dass es vielleicht eine Störung gibt dabei, die Normen der Gesellschaft zu verstehen oder zu befolgen. Und dass das vielleicht eher das Problem ist, aber nicht das Bedürfnis des Kindes, sexuellen Kontakt zu suchen. Und das ist mir halt wichtig, dass man versucht, mal die Brille abzusetzen, die man vielleicht selber hat, von seinen eigenen Kindern vielleicht oder von den Schülern, die man vor sich hat, die natürlich sozialisiert sind in unserer einigermaßen christlichen Gesellschaft. Und da ist eben auch eine Sexualmoral dabei und deswegen kommt das vielleicht nicht vor. Aber wenn es vorkommt, ist es nicht unbedingt sofort pathologisch. Das ist nur das, was ich mit dieser Folie sagen wollte. Ich werde mich jetzt gleich widersprechen. Aber erstmal so, das ist normal. Was auch noch normal ist, ist, natürlich ist es, wenn da so im Kino, im Fernsehfilm irgendwas eine Liebesszene anfängt oder so, die Kinder fangen an, plötzlich da Interesse zu haben. Es kann aber auch sein, dass sie anfangen, besondere Scheu zu entwickeln. Aber es gibt eine Reaktion. Das ist ja ein Erkennungsmerkmal für Pubertät. Und eben da Scham und Verlegenheit, wenn diese Themen aufkommen, mehr oder weniger. Ich kenne auch einen Freund meines Sohnes, der kommt immer an mit 10 oder so und sagt, ich bin verliebt und ist ganz stolz und erzählt das und der hat auch gar keine Scham. Das wird noch kommen, denke ich mal, wenn er dann dieses Feedback von seinen Gleichaltrigen kriegt. Ja, aber der ist da ganz schön, findet das einfach schön, verliebt zu sein. Und ist auch gar kein Geheimnis. Ne? Ja, es gibt eben auch sexuelle Spiele, das gibt es auch früher. Die Erwachsenen werden rausgehalten aus der Geschichte, weil die natürlich erstens, also Jugendlichkeit ist ja auch, ich mache mir eigene Räume, ich mache mein eigenes Ding und du brauchst da gar nicht alles zu wissen. Aber auch, die wissen auch, das ist was Intimeres, da gibt es eine Schwelle und deswegen wird das eben geheim gehalten. Das muss nicht heißen, dass sie halt große Schuldgefühle haben, weil sie genau wissen, dass sie was Falsches gemacht haben. Diese Verwechslung kann mal passieren. Ja, es gibt Verliebtheiten, die gibt es auch schon früher, aber eben noch nicht, dass es darum geht, ich werde jetzt heiraten, diese Frau, sondern es ist eher, sag ich mal, ein Ausprobieren des intensiven Zugeneigtseins. Das kann ja im Einzelfall auch mal in der Ehe enden, aber das ist, sag ich mal, nicht der Schwerpunkt in dem Alter, das kommt erst später. Und charakteristisch ist, dass eben Interaktionen stattfinden, die experimentell sind, die auf Neugier basieren, wo man einfach was lernen will, was ausprobieren will. Deswegen auch eben nicht so lange andauernd. Gut, das nur als mal reinkommen in diese Altersgruppe. Jetzt habe ich nochmal die Erwachsenensexualität und die kindliche Sexualität gegenübergestellt. Auch nochmal, um uns wach zu machen dafür, dass wir Sexualität auf eine bestimmte Weise sehen, dass Kinder und Jugendliche das aber anders machen. Das ist entwicklungsmäßig anders. Vielleicht weiß das, ist das auch alter Kaffee, aber ich sag's trotzdem mal. Also kindliche Sexualität erstreckt sich erstmal auf den ganzen Körper. Da ist es nicht fokussiert wie bei Erwachsenen auf die Geschlechtsorgane. Und es ist doch der Schwerpunkt mehr auf der Neugier. Bei den Erwachsenen geht es doch mehr um den Lustgewinn. Das heißt natürlich nicht ausschließlich, aber der Schwerpunkt ist anders. Und eben Kinder erkunden auf viele Arten eben den ganzen Körper auch und darunter eben auch die Geschlechtsorgane. Warum soll man die auch auslassen? Vielleicht kommt man auf die Idee, weil die Eltern diese Körperteile auch immer ausgelassen haben. Das ist, ne, ist ja auch eine Möglichkeit. Und bei den Erwachsenen ist es doch eben mehr eben der Geschlechtsverkehr und Orgasmus als Ziel dieses ganzen Verhaltenssystems. Und das ist bei Kindern eben Erkundung. Ja, kindliche Sexualität ist eher egozentrisch. Es geht um sich ausprobieren. Und bei den Erwachsenen dient es eigentlich eher mehr der Beziehungspflege und es geht auch darum, Beziehungen zu festigen oder anzubahnen, wie das immer mit Sexualität ist. Und deswegen findet sie häufig eben nur mit ausgewählten Partnern statt. Gibt natürlich auch promiske Menschen, aber vom Schwerpunkt her. Und kindliche Sexualität ist unbefangen und spontan, entsteht aus dem Moment heraus, während eben bei Erwachsenen schon Skripte vorhanden sind, wie sowas normalerweise abläuft und welche Punkte man nicht überspringt, schlauerweise. Ja, und da ist das auch mit der Scham schon stärker, während Kinder das mit der Scham eben erst noch entwickeln. Gut. Ja, also ich habe das immer wieder, mir ist das deswegen wichtig, wenn dann jemand eine Szene schildert,
Den Fehler machen sie natürlich nie, ich weiß. Aber wenn mir jemand eine Szene schildert, und da haben halt Kinder sexuelle Handlungen miteinander gemacht. Und es ist sehr deutlich, dass diese Person das aus einer Erwachsenensicht sieht. Was weiß ich, zum Beispiel der ungewöhnliche Fall, Kinder haben eben Analsex ausprobiert. Der eine hat versucht, mal den Penis zwischen die Pobacken zu stecken. Und dann hat es irgendwann wehgetan, dem anderen gesagt, hey, nee, das tut aber weh, dann haben sie es gelassen. So, das wäre für mich ganz klar Spiel. Aber wenn man das natürlich sieht und sagt, ja, das machen aber nur Erwachsene und das ist irgendwie eine schwule Praktik und das haben die aus Pornos und kann ja auch sein. Aber dass man das direkt einordnet in einen, der eine wollte den anderen vergewaltigen und der eine wollte da einen Analfick machen und einen Orgasmus haben. Das wäre eine Brille, die ist aufgesetzt. Man muss gucken, ist das so? Es gibt sicherlich 12-Jährige, bei denen das so ist und dann hat man ein richtiges Problem. Aber das kann eben sein, dass es nicht so ist. Es kann sein, dass die das ausprobiert haben und mal gucken und da hat mal erzählt, der Bruder und so, und dann machen die das. Und dann ist das spielerisch und eher unbefangen und dann kann man mit denen auch wahrscheinlich ganz gut drüber reden, wenn man selber nicht sehr aufgeregt ist dabei. Sonst irritiert man nämlich die Kinder. So, ja, also das ist, ne? Dann, um den rauszufinden, was ist denn wirklich der Problemfall und was ist nicht. Und dafür muss man sich erstmal öffnen für die Tatsache, dass Kinder einfach auch sexuelle Spiele miteinander machen, die wir uns vielleicht gar nicht vorstellen können. Also für mich war das jedenfalls so, als ich diese sexualpädagogische Literatur gelesen habe, habe ich gedacht, mein Gott, da ist ja eine Menge los. So, das ist, kann ich mir auch bei meinen Kindern nicht vorstellen. Die machen sowas nicht. Ne? Also ja, und das ist ja wieder dieses Statistische. Die sind halt so sozialisiert, ne? Nicht besonders sexualfeindlich, aber die sind da nicht so offensiv. Und ja, heißt aber nicht, dass wenn es jemand tut, dass der direkt völlig enthemmt ist und ein Riesenproblem hat. Gut. Das war jetzt sozusagen das Normale, was alles normal sein kann. Können Sie sich das vorstellen, so nach dem Motto? Und jetzt kommt die alarmierendere Seite, was wir alles Verhalten haben, wo man vielleicht Sorgen haben muss. Also ich habe das jetzt mal aufzuklärendes Verhalten genannt. Sollte man natürlich auch bei statistisch seltenen Dingen auch nachfragen, natürlich. Aber wo man eher Sorgen haben muss, dass vielleicht doch was schief geht. Und zwar, erste Überschrift ist eben, wenn das Verhalten etwas einer älteren Altersstufe entspricht. Das ist natürlich schwierig. Ich habe das ja versucht, gerade ein bisschen aufzuweichen. Trotzdem hat man vielleicht ein Gefühl, dass man sagt, nein, das ist aber jetzt was, also zum Beispiel im Analverkehr ist doch was, was Kinder eigentlich von selber nicht so richtig drauf kommen. Das ist total selten. Ja, deswegen haben wir hier auch wieder den Vaginalverkehr, den ich ja gerade eben als normal hingestellt habe, mit anderen Kindern oder auch mit Tieren und Puppen. Die Sorge dabei ist eben, dass hier Sexualpraktiken aufgenommen worden sind, entweder durch direkte Anleitung, wenn man das so ein schönes Wort dafür nehmen darf, oder Medienkonsum, oder Gehörensagen. Und das, sag mal, das Mitbekommen an sich wäre noch nicht das Problem, sondern das ist für das Kind nicht verarbeitbar. Also in dieser Naturkultur, wäre das Mitbekommen von Geschlechtsverkehr unter Erwachsenen, würden die Kinder sagen, ja, das ist das halt. Das kennen wir nicht, das verstehen wir nicht, machen die Erwachsenen, interessiert uns nicht. Es sei denn, eben die Pubertät fängt an und dann fängt es an, sie zu interessieren. Aber wenn ein Kind schon zum Beispiel ständig ferngehalten wird von sexuellen Inhalten, dann ist das plötzliche Beobachten von Sexualakten ein Schock. Also was ich damit sagen will ist, es hängt immer davon ab, was das Kind an Vorerfahrungen hat und was es weiß und ob ein bestimmtes Beobachten belastend ist oder nicht. Und die Sorge eben hier, wenn Kinder älteres Verhalten nachinszenieren, ist eben, dass das Kind mit einem Verhalten, mit einem Eindruck beschäftigt ist, den es nicht verarbeiten kann und den es deswegen inszeniert, per Handlung. Und das wollen wir rausfinden, weil dann braucht das Kind Hilfe. Und das kann sein, es wird sexuell missbraucht, es kann aber auch sein, dass es eben einfach was beobachtet hat, womit es nicht klarkommt. Und deswegen sind eben, weil eben statistisch selten ist, dass Kinder wirklich Vaginalverkehr oder Oral-Analverkehr machen, deswegen ist das eben ein Anlass zu sagen, jetzt gucken wir mal nach, fragen wir mal nach. Ja, genau, Penetration eben auch, nicht nur Geschlechtsverkehr. Wie es auf die Idee gekommen ist, dass Pornfilme anschaut oder so.
Nee, habe ich jetzt nicht vorher gehabt. Sagen wir so, wir sind eine Fachstelle für sexuelle Übergriffe. Von daher kriegen wir natürlich vorsortierte Fälle. Und dann ist meistens schon klar, da ist was gelaufen, was nicht in Ordnung war. Und dann ist schon noch die Frage, wie kommt es dazu? Das möchte ich ein bisschen erläutern, wie ich da allgemein drüber denke. Aber das ist natürlich, wir haben ja dann mehr Zeit. Dann ist klar, das Kind kommt öfter zu mir. Und dann, sagen wir, ersten Kontakt ist natürlich schwer, ne? Weil das Fremdheit. Und trotzdem muss man ja in der Schule manchmal, ist was vorgefallen, da gibt es einen Vorwurf und dann muss man fragen. Ne? Und da ist natürlich die direkte Frage, sagen wir, was ist eigentlich passiert? Also die sagt das und das. Und da ist meine Empfehlung eben, wenn man das hinkriegt, möglichst ruhig das zu machen, möglichst sachlich. Sagen, das ist so, ne? Ich finde das glaubwürdig, jetzt sag mal, was ist da vorgefallen. Man kennt ja auch seine Pappenheimer teilweise, ne? Wie man die da befragt. Aber eben Sexualität als Lebensbereich wie alle anderen zu behandeln, obwohl es das nicht ist. Ne? Das ist halt immer ein Kompromiss. Ne? Ja. Gut, also Küssen von Genitalien ist auch eben eher selten, aber kommt natürlich vor, deswegen aufzuklären. Und wenn man Geschlechtsverkehr unbekleidet nachmacht, wäre das auch was. Ich weiß nicht, das ist nicht von mir, aber bekleidet ist anscheinend häufiger und dann ist das eher normaler und nicht so beunruhigend. Aber wenn man sich extra dafür auszieht, zeigt man, könnte schon sein, dass da das Interesse des einen doch sehr dringend war und dass der andere dabei dann nicht mehr freiwillig dabei war. Ne? Gut, nochmal was Ähnliches. Also wenn es um eine Nachinszenierung sexueller Handlung von Erwachsenen geht, als zum Beispiel um ein altersgerechtes sexuelles Spiel und Neugierverhalten, ist ein bisschen ähnlich. Beispiel, ein Kind sagt zum anderen, ich will dich ficken, anstatt ich zeig dir meinen Pipi, wenn du mir deinen zeigst. Das wäre irgendwie kindgerecht, weil dieses ich will dich ficken ist irgendwie was, ne? Wo kommt das her? Also ich hatte meinen Klienten, da war dann sehr klar, der hat sehr viel Pornos gesehen mit seinem Vater zusammen und der hatte eine Sprache drauf und eine Art auf Mädchen zuzugehen, wie man das im Porno macht. Der hatte das Skript von denen und das war komplett altersunangemessen. Das merkte man, das passte nicht. Betont sexuelle Gespräche mit Gleichaltrigen wird noch genannt. Sexuelles Necken und Beschämen anderer, weil da so eine aggressive Komponente mit reinkommt. Kann auch normal sein, aber ist natürlich unerwünscht, kann mehr dahinter stecken. Heimliches Beobachten und Interesse an Pornografie. Da habe ich vorhin gesagt, Interesse an Medien ist schon da, ne? Aber wenn Pornos wirklich auch ein besonderes Interesse haben, normalerweise ist die Reaktion, gibt es auch Untersuchungen drüber, Ekel. Ich finde das irgendwie, ugh. So. Muss man halt gucken, was ist das, wenn es, wie gesagt, mit 12 kann schon sein, dass es wirklich ein genitales Interesse gibt und dass Beobachtung von Sex unter Erwachsenen Interesse weckt, im normalen Sinne. Kann aber auch sein, dass das Interesse besteht, weil eine eigene Vorerfahrung da ist. Ja. Intensive gegenseitige manuelle Stimulation kann normal sein, aber ist selten, von daher nachfragen. Sexuelle Berührung im unbekleideten Zustand könnte ein Hinweis sein, dass ein besonders starkes Interesse daran besteht, das wirklich auch zu machen. Aber natürlich, zum Doktorspiel zieht man sich auch aus, muss nicht problematisch sein. Und Sexualpraktiken mit Puppen nachspielen könnte auch ein Hinweis sein. Gut, was haben wir jetzt? 3. Ja, jetzt kommen wir zu klareren Dingen. Also das ist dann vielleicht kein sexuelles Problem, aber wenn das Sexualverhalten eine aggressive Qualität mit hat, dann wird es natürlich nicht mehr in Ordnung. Das hat nichts mehr mit Spaß zu tun, das hat nichts mehr mit Lust zu tun, sondern dass einer den anderen zu was kriegen will, was der vielleicht gar nicht will. Und dann haben wir ein Kriterium für einen sexuellen Übergriff. Also Zwang, Gewalt, ganz klar, Bedrohung, aber auch Geheimhaltungsdruck. Sagt das besser nicht weiter. Sozialer Druck, ich bin sonst nicht mehr dein Freund oder ich beschütze dich nicht mehr, falls es ein größerer ist, der das auch könnte. Einschüchterung, Gruppendruck, Überredung, Erpressung, Versprechen von Geschenken. Subtilere Formen des Machtgefälles können sich zum Beispiel in Rollenspielen wie Doktor und Patient oder König und Sklave zeigen, wobei dann einer immer Doktor ist und immer König. Ne, dann wird es interessant. Aber wenn man das wechselt, gut, muss das nicht so sein. Ja, auch wenn das mehr oder weniger geplant ist und nicht spontan entsteht, wäre das ein Hinweis, dass eben ein stärkeres Interesse da ist, was dann dazu führen kann, dass dieses Interesse auch mit Druck oder Gewalt durchgesetzt wird. Und dann wäre das was, wo man sagt, was ist hier los, wie kommt das?
bevor es zu einem sexuellen Übergriff kommt. Ich sage das sozusagen gegen die innere These, ja, das ist, wächst sich aus, das ist in der Pubertät schon mal so drin und es gibt solche Fälle natürlich, aber was ich Ihnen sozusagen mitgeben will als Gedanken, ist eben, es ist eine längere Kette von Beziehungsschwierigkeiten oder Beziehungsschädigungen, die vorangegangen sein müssen.